Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Der Hund leidet still und leise vor sich hin und bevor jetzt 1000 Fragen kommen, sie hat einfach nur einen Hotspot am Schwanzansatz und hat den sich komplett blutig und entzündet gebissen. Und ja, Lana hat eine Tierspeichelallergie, das heißt, wenn sie von einem Floh, von einer Milbe, von einer Zecke, von einer weiß ich, gebissen wird, kann es sehr gut sein, dass das zu einem Hotspot wird und sich, je nachdem, wie oft man daran rumlutscht, entzündet. Ja, jetzt muss ich ihr gleich auch noch das Auge sauber machen, weil sie sich nämlich nicht putzen kann und dann immer ganz viel Schleim am Auge hat. Yay. Aber so viel zum Thema Hund. Der Hund leidet still und leise vor sich hin. Aber wir müssen heute auch ein bisschen leiden, denn wir gehen zusammen ein paar Ein-Stern-Rezensionen zu meinen liebsten New Adult-Büchern und auch ein paar New Adult-Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, aber wo ich die Rezensionen super witzig fand oder nennen wir es mal witzig fand und die mit euch teilen wollte. Ja, ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit dem ersten Buch an. Das wäre Light Up the Sky von Emma Scott. Da habe ich eine Rezension gefunden, der ich A, so nicht zustimmen konnte und B, auch nicht verstanden habe, warum man das so betitelt. Aber ich lese euch vor. Ein furchtbar schmalziges Buch, welches einem Groschenroman gleichkommt. Wer Light Up the Sky gelesen hat, der weiß, dass das Buch sich um das Thema Krieg dreht, um Kriegsverletzungen, um Kriegsschäden, die nicht nur körperlich, sondern auch mental sind. Und ich weiß ja nicht, was der oder diejenige als Groschenroman versteht, aber ein Groschenroman ist für mich tatsächlich ein Buch, das ich für 1,99 im Krabbeltisch bei Woolworth finde. Ja, aber kein New Adult Buch von einer Top-Autorin, die wirklich einen Hit nach dem anderen raushaut. I don't know. Das war auf jeden Fall eine Rezension, die ich nicht nachvollziehen konnte, egal wie schlecht man das Buch findet, aber ein Groschenroman ist es dann tatsächlich nicht. Dann habe ich zum Buch Dunbridge Academy zwei Rezensionen gefunden, die ich ganz unterhaltsam fand. Das wäre zu einem: Ich habe echt verdammt viele Bücher aus dem Genre gelesen. Leider fand ich die Story um die Dunbridge sehr einfallslos. Die Protagonistinnen hatten für mich null Charakter. Mir schien es, als hätte die Autorin einfach alle Bausteine für den 0815 Teenie-Roman genommen und zusammengeschmissen, wodurch es für mich sehr lieblos ist. Zum Beispiel, okay, wir brauchen irgendein außergewöhnliches Hobby. Machen wir Sport. Noch was Trauriges, weshalb sie vielleicht irgendwann zusammenbricht? Ah, nehmen wir das. So, jetzt noch eine tolle Kulisse und einen tollen Typ mit Love Story. Bingo. Leider wurde die Love Story auch komplett aus dem Boden gestanzt. Man war natürlich sofort verliebt. Auch gewisse Konflikte, wie zum Beispiel mit der Mutter, wurde komplett überdramatisiert nach dem Motto: So, jetzt brauchen wir einen Grund, warum Person A heult, damit der Retter Person B zum Trösten kommt. Das wir mir persönlich einfach zu vorhersehbar und übertrieben. Wenn man das Alter der Protagonisten bedenkt, ich konnte an den meisten Stellen nur die Augen verdrehen, weil es sich in dem Buch einfach zu leicht gemacht wurde. Schade. Ja, das war jetzt sehr viel Text für nix. Ja, im Endeffekt beschreibt sie eigentlich jedes Buch auf dieser Welt, weil man bedenken muss, ein Autor hat verschiedene Punkte, die er im Buch bedenken muss. Einerseits ist das gegebenenfalls eine Love Story, das heißt, beide Protagonisten müssen anwesend sein. Dann haben natürlich auch beide Protagonisten immer irgendeine Hintergrundgeschichte, die auch mit in dem Buch verarbeitet werden muss, was wirklich in jedem Buch so ist. Dann spielt jedes Buch irgendwo, das heißt, jedes Buch hat irgendein Setting. Jeder Charakter natürlich hat auch irgendwelche Hobbys und Leidenschaften, wie jeder Mensch auf der Welt. Also das, was hier meiner Meinung nach kritisiert wird, ja, ist einfach der Baustein eines jeden
Buches, nicht explizit nur die Dunbridge Academy, sondern jedes Buch. Daher konnte ich diese Rezension jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Ich kann es verstehen, wenn es einem zu vorhersehbar ist. Das unterschreibe ich, das nervt mich an Büchern auch, das kann man auch nachvollziehen, aber den Rest, ja, konnte ich leider so nicht verstehen. Und dann habe ich noch eine zweite, über die ich sehr, sehr lachen musste. Da steht einfach nur, sieht leider nicht aus wie auf den Bildern, die Karte ist nicht dabei und so. Also erstens mal, sehen alle Bücher, denke ich, gleich aus. Die werden nicht anders gedruckt und die werden auch bei Amazon, Thalia und Co. nicht anders vorgestellt, als sie im Laden dann tatsächlich aussehen. Klar kann es an den Bildschirmen zu minimalen Farbabweichungen kommen, aber ein Cover ist nun mal ein Cover. Und das ändert halt leider auch der Lieferdienst nicht. Und die Karte, von der er oder sie spricht, ist ein Lageplan von der Dunbridge Academy, der bei der ersten Auflage dabei war. Genauso wie der Buchschnitt, der nur bei der ersten Auflage gedruckt wurde. Ich gehe mal davon aus, dass sie oder er ein Buch aus der zweiten Auflage gekauft hat, bei dem das eben nicht mehr gedruckt wurde oder mit aufgedruckt wurde und die Karte nicht dabei war. Ja, leider kann das Buch da aber nichts dafür, dass er oder sie die zweite Auflage kauft, anstatt die erste, weil das Buch wahrscheinlich zu spät gekauft wurde. Jetzt wird es aber an dem Buch ausgelassen. Das ist sehr, sehr schade. Die nächste Rezension bezieht sich auf Breakaway, auch aus dem Lux Verlag. Die heißt nämlich, hallo an alle, die dies lesen werden. Ich möchte nur einmal voraussagen, dass dieses Buch viel zu viele Details hat. Es lohnt sich nicht zu lesen. Ich empfehle es nicht weiter. Also nach meiner Meinung nicht lesen. Und die ganze Chose ist mit ganz vielen Ausrufezeichen versehen. Schlecht, einfach nur schlecht, ist der Titel der Rezension. Ich habe das Buch auch gelesen. Es war für mich jetzt auch kein Highlight, aber es war auch einfach nicht so schlecht, wie das hier dargestellt wird. Ich meine, das müssen wir jetzt auch sagen. Alles, was die Leute hier rezensieren, ist eine optionale Meinung. Jeder darf seine Meinung haben und da gehe ich auch gar nicht dagegen. In diesem Video soll es nur darum gehen, ob ich das nachvollziehen kann oder nicht. Und wie meine Meinung auf die Sicht und auf diese Rezension und auf das Buch ist. Also ich möchte hier niemandem zu nahe treten, der das dann vielleicht geschrieben hat. Jeder darf seine Meinung haben. Ich wollte es nur erwähnen. Ja, das sind halt so Kritiken, die sind nicht hilfreich. Wenn ich mir ein Buch kaufen möchte, dann überlege ich ja, kaufst du es, kaufst du nicht, lest du mir vielleicht mal den Klappentext durch, guck mal, wie so die Bewertungen sind. Und natürlich lese ich mir dann auch mal die schlechten Bewertungen durch. Aber wenn eine Bewertung einfach null konstruktiv ist, sondern einfach nur gesagt wird, ich empfehle es nicht, kaufe es nicht, lies es nicht, ja, da kann ich nichts mit anfangen. Da weiß ich nicht, warum findet er oder sie das Buch schlecht. Wenn da jetzt steht, ja, der Schreibstil ist total abgehackt, dann denke ich mir so, okay, lies dir mal eine Leseprobe durch. Wenn es dich stört, dann kaufst es nicht. Oder wenn da steht, die Protagonisten sind total naiv und kindlich, dann überlege ich mir halt auch, gut, du bist jetzt Mitte 30, ist das vielleicht zu kindlich für dich? Und dann lese ich mir auch die Leseprobe durch. Und wenn ich das dann aktuell nicht so empfinde, dann kriegt das Buch dann doch eher eine Chance. Aber solche Aussagen sind halt nicht hilfreich. Dann habe ich eine Rezension zu Boston Bells Villain, über die ich sehr lachen musste. Da ist der Titel einfach nur Persephone, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Was ist das bitte für ein Name? Das hat einfach den Lesefluss gestört. Ja, das ist eine Rezension, die kann ich durchaus nachvollziehen. Das würde mich tatsächlich auch ein bisschen stören. Was ich dann allerdings nicht verstehe, warum man da einen Stern gibt. Ich meine, klar stört man sich vielleicht an dem Namen, aber das hat ja im Endeffekt nichts mit der Story zu tun. Die Story kann ja mega gut sein. Und wenn dann einfach ein Name dabei ist, der mich richtig abnervt, dann gebe ich halt einen Stern weniger, oder? Ja,
aber halt einfach nicht einen Stern. Das ist echt sehr, sehr bitter für die Autorin. Als nächstes habe ich zwei Rezensionen zu Berühre mich nicht von Laura Kneil. Erstmal muss man erwähnen, dass das welche der ersten New Adult Bücher allgemein in diesem Genre auf dem Markt war. Ich meine, das Genre ist ja eigentlich ein Liebesroman-Genre. Das New Adult bezieht sich ja eigentlich nur auf das Alter der Protagonisten. Aber man muss halt auch einfach sagen, dass Laura Kneidl da einer der Vorreiterinnen war und sich ja auch mittlerweile absolut gesteigert hat. Da wurde dann geschrieben: Zuerst muss ich sagen, dass ich das Buch als Hörbuch gehört habe und die Stimme, die dieses Buch gelesen hat, leider nicht passte. Man hörte immer ein Lächeln auf den Lippen, was zu dieser Story leider überhaupt nicht gepasst hatte. Total abstruse Story. Mädchen mit Angstzuständen wohnt allein im Wohnwagen und hat vor jedem Mann Angst und kriegt Schweißausbrüche. Nun gut, habe das Hörbuch nach Artikel 5 umgetauscht. Also erstens war für dich diese Aussage, habe das Hörbuch nach Artikel 5 umgetauscht, super witzig, weil man so korrekt ist. Das ist so ein typisch deutsche Aussage. Ich habe es nach Artikel 5 umgetauscht. Habe ich schon gelacht. Ja, ansonsten, abstruse Story, sei mal dahingestellt, ist eine optionale Meinung. Dem einen gefällt die Story, dem anderen nicht. Ich kenne viele, die das Buch lieben und ich kenne viele, die das Buch nicht lieben. Ist okay. Das mit der Stimme vom Hörbuch kann ich auch nachvollziehen. Ich habe nämlich damals Mona Kastens Maxton Hall-Reihe gelesen und die Stimme von James hat mich wahnsinnig gemacht. Ich konnte es nicht weiterhören. Ganz schlimm. Also zwei der Aussagen kann ich absolut nachvollziehen, aber ich habe das Hörbuch nach Artikel 5 umgetauscht, ja. Musste ich sehr lachen, deshalb musste dieses Kommentar auch mit in das Video. Dann haben wir hier noch eine zweite Rezension. Das Buch endet schrecklich, beziehungsweise gar nicht. Die Autorin versucht damit anscheinend zum Kauf des nächsten Buches zu zwingen. Ich finde es unverschämt. Ja, willkommen in der Welt der Cliffhanger. Es ist nun mal so, dass eine Reihe aus mehreren Büchern besteht. So, jetzt hat es an der Tür geklingelt und hat mich mitten im Redefluss unterbrochen. Was ich aber sagen wollte, war, es gibt ja zwei Optionen, ein Buch zu schreiben. Entweder du hast eine Clique und in jedem Band kommt quasi ein anderer Charakter oder ein anderes Pärchen der Clique zu seinem Zug. Das heißt, man kann auch die Bücher unabhängig voneinander lesen. Dann gibt es aber auch Reihen, die fortgeführt werden. Die Geschichte von zwei Protagonisten quasi auf mehreren Bänden erzählt. Und wenn das wie bei Berühre mich nicht der Fall ist, da gibt es noch einen zweiten Band, der Verliere mich nicht heißt. Und in beiden geht es um Sage und Luke. Ich glaube, Luke heißt er. Dann ist das doch normal, dass man dann in Band 1 mit einem Cliffhanger endet, der dann neugierig macht auf Band 2. Also so kenne ich das und so mag ich das auch. Klar, es ist irgendwo so eine Art Hassliebe, aber ich finde es schön, wenn ein Buch spannend endet und nicht einfach an einem Punkt. Und dann denkst du dir, ja, warum kommt dann jetzt noch ein zweiter Band, weil die Geschichte war ja da quasi beendet. Wäre ja auch doof, oder? Über die nächste Rezension musste ich auch herzhaft lachen. Das war nämlich eine zu Alles, was ich in dir sehe. Und da hieß es einfach nur, ein Buch, bei dem nicht einmal der Titel richtig geschrieben ist, würde ich niemals kaufen. Sei mal dahingestellt, wie der Titel rechtschreiblich korrekt ist oder nicht, ne? Aber was veranlasst einen Rezensenten, so etwas zu schreiben, wenn ich davon ausgehe, dass derjenige das Buch anhand seiner Aussage noch nicht einmal gelesen hat? Warum muss jemand ein Buch bewertungstechnisch runterziehen, das er nicht mal gelesen hat, nur um dem Autoren oder dem Verlag eins reinzudrücken? Keine Ahnung. Also solche Rezensionen finde ich mega kacke, finde ich richtig behämmert und richtig unfair. Aber ja, so Leute gibt es leider Gottes auch. Die nächsten beiden Rezensionen drehen sich zu Lean on Me. Ich persönlich habe das Buch noch nicht gelesen,
Aber es sind tatsächlich Ein-Sterne-Bewertungen, die ich absolut nachvollziehen kann. Da hätte ich mich nämlich auch geärgert. Die eine heißt Frechheit. Gott sei Dank habe ich vorher die anderen Rezensionen gelesen, denn ich hätte es auch für 9,99 € gekauft, obwohl ich die Story unter einem anderen Titel schon mal gekauft habe. Ich bin ansonsten ein großer Fan von der Autorin, aber das ist eine bodenlose Frechheit, wenn man doppelt abkassiert, nur weil man ein neues Cover hat. Sprich, Lean on Me ist anscheinend schon einmal erschienen unter einem anderen Titel. Und es gab halt Leute, die den alten Titel schon gekauft und gelesen haben und dann quasi jetzt nochmal Geld ausgegeben haben für das neue Cover quasi. Der nächste wäre dann nämlich auch sehr ärgerlich. Warum ärgerlich? Weil es eine Neuauflage ist und ich es nirgends sah. Zu schade, dass ich vorher die Rezensionen nicht lese. Ab jetzt werde ich es machen. Warum muss man eigentlich ein bereits erschienenes Buch nochmals unter einem anderen Titel herausbringen? Das ist doch echt Verarsche. Ja, also ich kann verstehen, dass die Leute sich da verarscht fühlen. Ich gehe mal davon aus, dass, ich weiß nicht genau, wie es war, aber dass das erste vielleicht im Self-Publishing erschienen ist und dass es dann von einem Verlag neu aufgelegt wurde. Ich weiß es nicht genau. Also wenn ihr wisst, was da passiert ist, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Das interessiert mich nämlich wirklich mal. Oder ja, dass da einfach so das Cover nicht schön war, dass die Verkäufe gegen null gegangen sind und dass man gesagt hat, so, wir machen da jetzt ein schickes neues Cover drauf und dann bringen wir das Ganze als Neuauflage raus. So war es ja damals auch bei einem Federherz Verlag-Titel Saving Love. Ich glaube, Saving Love hieß der. Der kam schon mal raus und dann hat der Federherz Verlag gesagt, wir bringen den mal neu raus mit einem schönen Cover etc. etc. Ja, also da kann ich schon verstehen, wenn man sich ärgert, wenn man ein Buch quasi dann doppelt bezahlt. Die nächste Rezension dreht sich um A Reason to Hope von Jennifer Benkow und lautet langweilig. Es tut mir sehr leid, aber das Buch ist so langweilig, dass mir die Augen zugefallen sind. Ich werde jetzt abbrechen. Das kann ich mir nicht länger antun. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Habe mir viel von dem Roman versprochen, bin leider sehr enttäuscht. Ja, liebe Autorin des Kommentars, woran es liegt, wissen wir jetzt leider auch nicht. Dass das Buch langweilig war, tut mir auch sehr, sehr leid. Aber dieses "Ich werde jetzt abbrechen, ich kann mir das nicht mehr antun", ja, dann brich's ab. Aber muss man dann so hetzen? Dann soll man doch einfach eine Rezension schreiben. Ich habe das Buch abgebrochen, weil das fand ich kacke, das fand ich kacke, das fand ich kacke oder das hat mir nicht zugesprochen. Aber nicht, ich werde das Buch jetzt abbrechen. Wenn es nicht besser wird, wehe, liebe Autorin, wenn es nicht besser wird, ich werde es jetzt abbrechen. Ja, es ist irgendwie so sehr, sehr seltsam formuliert. Ich musste auf jeden Fall lachen. Ich werde es jetzt abbrechen. Ich werde wahrscheinlich heute Abend noch drüber lachen. Die nächste Rezension bezieht sich zu High Hopes von Ava Reed, der Auftakt der Whitestone Hospital-Reihe. Hier schreibt ein Rezensent oder eine Rezensentin unglaublicher Kitsch. Wer hier glaubt, ein ernsthaftes Buch über ein Krankenhaus oder den Medizinbetrieb zu lesen, der läuft gewaltig in die Irre. Die Medizin bildet lediglich Hintergrundgeräusche. Im Vordergrund steht eine kitschige Liebesgeschichte, ganz in der Art von Arztroman. Es bleibt immer wieder ein Rätsel, wie solche Bücher es in die Spiegel-Bestsellerliste schaffen. Also, lieber Rezensent, liebe Rezensentin, muss ich jetzt mal was sagen dazu. Es handelt sich um einen New Adult Roman, nicht um ein Sachbuch über Medizin. Sprich, in einem New Adult Roman steht eben die Geschichte der Protagonistin im Vordergrund. In einem Sachbuch steht der medizinische Aspekt im Vordergrund. Würde ich so behaupten. Ich habe das Buch selbst gelesen und kann auch sagen, dass Ava da super viel medizinische Fachbegriffe und medizinische Erklärungen mit reingepackt hat, wo ich dann als Leserin auch dachte, okay, das hat sie entweder richtig gut recherchiert oder hatte da jemanden beiseite, der in dem Bereich arbeitet und sie mit Informationen füttern konnte. Ich fand für ein New Adult Buch waren da wirklich auch viele Informationen drin, die die Medizin betreffen.
Und ganz in der Art von Arztroman. Bei Arztroman denke ich immer an diese, keine Ahnung, diese Bergdoktor-Heftchen oder wie sie heißen. Das sind für mich Arztromane. Und New Adult ist für mich halt auch einfach New Adult. Und Ava schreibt halt auch sehr, sehr gut und sehr, 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 sehr angenehm. Und dass sie es da auf die Bestsellerliste schafft, sei ihr gegönnt, um Gottes Willen. Das nächste Buch ist auch von Ava und da musste ich eigentlich nur über das Kommentar lachen, weil es so gar keinen Sinn gemacht hat. Das ist nämlich eine Rezension zu Truly, die da lautet 0850 Story. Da musste ich schon lachen, weil ich glaube, es heißt 0815, oder? Die Protagonistinnen haben nie wirklich miteinander gesprochen und vorfallen nicht über Gefühle. Ich gehe mal davon aus, es soll vor allem heißen. Schreibstift von der Autorin ist aber in Ordnung. Ja, lieber Rezensent, lieber Rezensentin, ich glaube nicht, dass Ava das Buch mit einem Stift geschrieben hatte, sondern mit einem Laptop. Aber ja, das Kommentar war jetzt zwar nicht konstruktiv und auch nicht hilfreich und auch nicht von Belang, aber ich fand es unheimlich unterhaltsam und ja, gehe mal davon aus, dass das einfach nur jemand war, der Ava eins reindrücken wollte. Kann ich mir nur so vorstellen. Dann habe ich noch einen Kommentar zu Up All Night von April Dawson, wo ich einfach drüber lachen musste, weil es auch wieder so komplett nicht konstruktiv ist. Leute, bitte, ihr dürft gerne kritisieren, aber seid konstruktiv, sagt doch, was ihr schlecht fandet. Es kann nicht jeder alles mögen. Um Gottes Willen, das verlangt ja auch gar keiner. Es gibt auch so viele gehypte Bücher, die ich abgrundtief hasse. Diese Person sagt auf jeden Fall einfach nur totaler Unsinn. Ich hatte wirklich keine hohen Ansprüche, aber selbst diese wurden unterboten. Ich wirklich noch nie so ein grauenhaft schlechtes Buch gelesen. Ich tat es an. Du, Jane. Gehen wir jetzt mal nicht von der Rechtschreibung aus, aber ich habe wirklich noch nie so ein grauenhaft schlechtes Buch gelesen. Halte ich für übertrieben. Denn ich meine, das ist ein Buch aus dem Lux Verlag. Würde jetzt mal einfach meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Lux keinen Schrott rausbringt. Und das ist, ohne jetzt irgendwie jemanden auf die Füße zu treten, aber dass es auch andere Verlage gibt, die vielleicht nicht die Größe von Lux oder Bastei Lübbe haben. Ja, die vielleicht ein anderes Niveau haben. Oh Gott, ich versuche jetzt wirklich niemandem auf die Füße zu treten. Aber es ist halt auch so eine Geschmackssache einfach wieder. Es gibt Leute, jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich habe letztes Jahr Plattenesch geliebt. Und ich kenne so, so viele Menschen, die sagen, das ist eines der schlechtesten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Okay, dir muss nicht alles gefallen, was mir gefällt und umgekehrt, aber das sind halt einfach so Aussagen, mit denen kann man als Autor auch nicht arbeiten. Die nächsten beiden Rezensionen drehen sich um Wie die Ruhe vor dem Sturm von Brittany C. Cherry. Die erste heißt Hilfe, was ist das? Wie die Ruhe vor dem Sturm ist ein gutes Beispiel dafür, dass nicht jeder Titel auf der Spiegel-Bestsellerliste lesenswert ist. Der Roman von Brittany C. Cherry ist von kindlicher Naivität und dümpelt auf dem Niveau von Schatz, ich lieb dich doch so herum. Stellenweise wusste ich wirklich nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ja, ich habe das Buch gelesen. Es ist auch, wie das Video ja vermuten lässt, ein New Adult Roman. Ja, mit dem Kindlichen, das ist halt auch alles wieder Geschmackssache. Die einen mögen es, die anderen mögen es nicht. Ich persönlich fand jetzt nicht, dass der so extrem kindlich geschrieben wurde, aber man muss halt auch bedenken, dass die Protagonistin hier in dem Roman halt wirklich auch noch sehr jung sind. Und ich fand aber eigentlich für ihr Alter haben sie es gut gemacht, aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Aber ich musste so über dieses Schatz, ich lieb dich doch so, so lachen. Weil das ja auch einfach so eine Aussage ist, die man halt zwar irgendwo weiß, oder bei der man irgendwie weiß, was derjenige meint, aber halt auch so, ja, nicht nett geschrieben ist. Und das zweite Kommentar war, da musste ich sehr lachen, Mund. Ich weiß nicht, was Mund als Aussage bedeutet.
braucht zu lange zum Liefern. Habe mich so sehr gefreut. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja. Das klingt für mich halt auch wieder so nach, entweder wollte derjenige nur rumtrollen und Negativität verbreiten oder ja, jemand, der halt wirklich wieder auf Kosten des Autors und des Verlags den Lieferservice kritisiert. Aber mit diesem einen Stern, sind wir mal ehrlich, Amazon gibt da keinen Pups drauf. Aber die Autorin ist wahrscheinlich nicht so begeistert von einer Ein-Sterne-Bewertung für Dinge, für die sie nichts kann. Und die letzten drei Rezensionen drehen sich um Someone New von Laura Kneidel. Und über eine davon habe ich mich richtig, richtig aufgeregt, weil ich sowas absolut unterste Schublade finde und ja, damit nicht konform gehe. Aber fangen wir mit der ersten an, über die ich erstmal lachen musste. Buch nicht zu empfehlen. Kein spannendes Buch, sehr langweilig, ging zurück. Auch wieder ein Kommentar aus der Spalte, bei der ich mich frage, kein spannendes Buch, das heißt, er oder sie hat es gelesen, sehr langweilig, ging zurück. Er oder sie hat es gelesen, fand es kacke und hat es zurückgeschickt. Ein gelesenes Buch? Das mache ich ab sofort auch. Ich kaufe mir bei Amazon ein Buch, lese es innerhalb von 2 Tagen schnell durch. Und ihr wisst, ich lese ja meine Bücher ungefähr so, damit sie keine Knicken und nichts kriegen. Und dann schicke ich es einfach zurück und sage, sorry Amazon, es war langweilig. Dann zeigen die doch den Leuten den Vogel. Also ihr dürft mir gerne mal von euren Erfahrungen berichten, ob ihr das auch schon mal gemacht habt und ob das durchging oder wie oder was. Weil das würde mir sehr viel Geld ersparen. Nein, Spaß beiseite, ich mache das natürlich nicht, aber musste doch sehr, sehr schmunzeln. Das nächste Kommentar dazu war, die Zeit kann man sich sparen und in ein anderes Buch investieren. Aufgrund der überwiegend guten Rezensionen habe ich mir das Buch gekauft. Bekanntermaßen soll man lieber nichts sagen, wenn man nur Schlechtes zu sagen hat. Daher mache ich an dieser Stelle davon Gebrauch und rate nur, sich die Lesezeit für ein wirklich schönes Buch aufzuheben. Das sind so 2 Aussagen, die sich komplett beißen. Ja, komm auf. So, einen Moment, der Hund. Komm. Da habt ihr auch die Wunde am Schwanz jetzt mal gesehen. So, sieht richtig eklig aus. Ja, wenn jemand sagt, bekanntermaßen soll man lieber nichts sagen, wenn man nur Schlechtes zu sagen hat. Warum macht der oder diejenige dann einen Kommentar bei Amazon und schreibt eine Rezension, wenn man doch lieber die Klappe hält, wenn man nichts Nettes zu sagen hat? Diese Frage könnt ihr gerne mal in den Kommentaren ausdiskutieren. Und die letzte Rezension, über die ich mich richtig geärgert habe, weil es einfach absolut niveaulos und richtig, richtig, ja, unterste Schublade ist, Transmist. Ich finde es schade, dass man nicht nur im TV, sondern auch in Büchern mit der Gender-Thematik belästigt wird. Es ist einfach nicht das, was man sich als Liebesroman vorstellt. WTF. Ohne Spaß. Solche Aussagen treffen doch echt nur richtig, richtig dumme Menschen. Sorry. Wenn sich davon jetzt jemand beleidigt fühlt, dann bitte ich euch auch umgehend meinen Kanal zu verlassen, weil ich hier keine Plattform für homophobe Aussagen oder sonstiges haben möchte. Punkt. Ja, also sowas finde ich richtig, richtig. Füge ein Schimpfwort deiner Wahl ein. Also nein, da schwillt mir echt der Kamm, da kriege ich was zu viel. Ich meine, nicht jeder muss das jetzt super toll und klasse finden, aber dann Leute dazu zu verurteilen, dass sie, dass Männer Männer lieben oder dass Männer sich im falschen Körper fühlen oder dass Frauen sich im falschen Körper fühlen. Das ist echt so ein Thema, da kriege ich so einen Hals über die Engstirnigkeit von Menschen.
dieses ganze Trans-Thema, muss man sich doch mal fragen, wenn man sich doch im eigenen Körper nicht wohlfühlt, soll man dann lieber sein ganzes Leben unglücklich sein, anstatt etwas dagegen zu tun, um glücklich zu sein, nur um es jemand anderem recht zu machen? Also sorry. Irgendwo hört es dann auch auf. Man sollte sich immer, nicht sich selbst am meisten lieben, aber man soll sich selbst wertschätzen. Und wenn man etwas an seiner Situation ändern möchte, dann ändert es. Und das ist genauso ein Liebesroman, Someone New, wie alles andere, was ich euch vorher gezeigt auch habe auch. Puh, ihr seht's, das Thema macht mich echt richtig fuchsig. Und da könnte ich mich jetzt noch eine Stunde mit euch drüber aufregen, über solche Aussagen. Aber ich lasse es. Ich beende das Video jetzt, bevor YouTube es nicht zur Monetarisierung zu freigibt, weil ich zu aggressiv geworden bin und zu, ja, böse. Ich sag einfach jetzt Tschüss, bevor ich jetzt noch weiter babbel, und wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn ihr sagt, ich soll das Video auch zu anderen Genres machen, dann bitte mit Genrebezeichnung etc. in die Kommentare. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal.